Sching TV. Sching Sching TV. 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 Sching Sching TV. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Süß und das ist unser erstes Sching Sching TV Interview und zwar mit Max Freitag. Hallo Max. Hallo. Genau, erstmal die Frage, soll ich dich Christian nennen oder Max? Max, bitte. Ja? Ja. Also du bestehst auf deinen Künstlernamen? Auf jeden Fall. Wieso hast du den eigentlich? Finde, dass der, ich fand, dass mein Name nicht so gut zu der Musik passt. Also das ist so eine ästhetische Überlegung, ne? Wenn du einen Bandnamen dir überlegst, dann überlegst du ja auch einen Bandnamen, der so vom Klang her gut passt und von der Bedeutung. Ich hatte mich erst Chris Turner genannt. Das ist mein Name ins Englische übersetzt. Drea Turner. Und hatte da ein bisschen ja so einen Vorteil durch, weil ich habe meine Musik bei Spotify angeboten, mein erstes Album unter dem Namen. Und ich habe irgendwann rausgefunden, dass es einen R&B-Künstler gibt in den USA, der den gleichen Namen hat. Und durch den habe ich dann schon mal tausende von Klicks bekommen, weil mein Album als aber das alle neueste waren mega enttäuscht. Ja, die Leute wollten R&B hören und bekamen traurige Klaviermusik. Es tut mir leid. Hast du denn überlegt, dann mit R&B einfach anzufangen und das zu bedienen? Ich glaube, da fehlt mir irgendein Talent, was man dazu braucht. Traurige R&B-Musik. Gibt's ja auch. Ja, und Max Freitag, da bin ich drauf gekommen, weil meine Mutter Ahnenforschung betreibt. Das ist so ein Hobby von ihr. Immer freitags, oder? Ja. Entschuldigung. Nein, Philipp. Nein. und das ist einfach ein Vorfahre von mir. Und da habe ich einfach mal geguckt, weil mir aufgefallen war, dass es da viele schöne, also schön klingende Namen gab zu früheren Zeiten. Und der gefiel mir besonders gut. Was stand denn noch zur Auswahl? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich fand Lieselotte Leonore Freitag auch sehr schön vom Klang her. Aber Leonore Veit? Freitag. Lieselotte Leonore. Ja. Aber das wäre jetzt nicht so passend gewesen. Schlecht her, nein. Ja. Aber du hast so gerade damit argumentiert, dass das so eine ästhetische Komponente hat und dass du, gerade bei dieser Klaviermusik, wo du keinen Text, also keine richtig explizite Aussage triffst, geht es ja viel um, also fast eigentlich ausschließlich um diese ästhetische Seite. Oder also was mich interessiert ist, du schreibst ja auch Songs mit Texten. Mhm. Gibt es da für dich einen Unterschied, wenn du das performst? Sagt so ein Klavierstück für dich was anderes aus, als wenn du ein Lied singst mit Text? Ja, also wenn du einen Text singst, dann hat das ja direkt mal eine andere Ebene noch, die dazukommt. Und da hast du natürlich durch die Texte auch immer Aussagen. So, da wird quasi mehr vorgegeben. Also jetzt ist mal einfach formuliert. So, also die reine Klaviermusik lässt mehr offen. So, das ist für mich der wesentliche Unterschied. Aber das ist ja eher für den Hörer so, stelle ich mir vor. Wie ist das denn in dir, während du das performst? Das ist eigentlich das Gleiche. Also ich will auf etwas Ähnliches hinaus. Also ich will so ein Fluss erreichen, dass die Musik fließt und also auch vom Songwriting her, meine Klavierstücke sind ja größtenteils in so einem Pop-Format
kann man schon sagen. Also es gibt viele Pop-Strukturen. Ja, also da ist auch so eine ähnliche Herangehensweise. Also mir ist wichtig, dass es eine Eingängigkeit hat, dass es schlüssig ist in dem Sinne, dass es dass Themen oder Motive wieder aufgegriffen werden, dass es einen guten Spannungsbogen, eine gute Dynamik gibt oder eine Dynamik, die für mich Sinn ergibt. Mhm. Ja. Und wie ist das denn in dir? Du hast gerade gesagt, es wäre auf was Ähnliches hinaus. Also kannst du das noch konkreter sagen, worauf du hinaus willst? Willst du aber genau wissen? Ja, mich interessiert das wirklich, was so, ja, was der Beweggrund ist, sowas zu machen. Also wieso man sich hinsetzt und ja, was ist der Schreibimpuls sozusagen? Also die Frage kann ich jetzt nicht so eindeutig beantworten. Also da gibt es natürlich mehrere Faktoren oder Gründe, warum ich Musik mache. Also ich muss auf jeden Fall Musik machen. So, das ist also erstmal jetzt nicht die Frage, so, ob ich jetzt Musik mache oder nicht. So, das ist für mich lebensnotwendig. Ist auch, warum, also inwiefern merkst du, das ist lebensnotwendig? Also um irgendwie Druck abzuarbeiten oder was ist das? Ja, also also das ist ja schwierig zu beantworten. Ja. Ja, also da müsste man jetzt auch irgendwie weit zurückgehen. So, warum bin ich überhaupt Musiker geworden? Ne? Wie ist das zustande gekommen? So, da gab es natürlich zum einen irgendwie die Einflüsse von Bands, die man toll fand und dass man da irgendwie ja, Vorbildern nachgeeifert ist. Von meinem Elternhaus habe ich da immer schon Unterstützung bekommen. Ja, und dann war das auch so ein Freundesding, ne? Also in Bands zu spielen, so das war halt so unser Ding. Und ja, auch in dem Sinne, dass man so was anderes gemacht hat, als jetzt was anderes in dem Sinne von was Eigenes. Mhm. Und ja, also was du jetzt ansprichst, so das ist natürlich auch bei mir ein Faktor, also dass ich da irgendwie Dinge verarbeite. Mhm. Und ja. Gibt's denn, also bei mir ist es immer so, wenn ich deine Klavierstücke höre, dann lassen die mir unheimlich viel Raum für Gedanken und führen mich auch direkt in so Räume, wo ich gerne nachdenke und wo ich auch sehr produktiv bin, direkt viele Ideen habe und setze viel Fantasie frei. Ist das bei dir auch so, dass da einen Unterschied gibt, auch wieder zwischen Klavierstücken und anderer Musik, die du machst, was das mit dir macht oder was du darin verarbeiten kannst? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja, ist so ein Klavierstück für dich auch freier in dem, was du darin ausdrücken kannst? Ach so, ja. Von dem, was du da rauslassen willst aus dir? Ja, das würde ich schon sagen. Also das, also meine Klaviermusik kommt viel über die Improvisation. So, und das ist natürlich so eine Freiheit, die ich mir da nehme und auslebe. So, da kann man natürlich ganz anders oder direkter Dinge ausdrücken, als wenn man sich jetzt vornimmt, einen Song zu schreiben. Und du hast jetzt gerade auch schon mal ausgeführt mit deinem Anspruch, sozusagen Popmusik zu machen, Anführungszeichen, also zugänglich zu sein mit dem, was du machst. Ja. Inwiefern denkst du denn den Zuhörer oder die Zuhörerin mit beim Schreiben? Zuhörer denke ich eigentlich nicht mit. Also ich mache das erstmal für mich, also so, dass es für mich gut klingt. Und du magst einfach diese Art von Musik, wenn es
nicht so voraussetzungsvoll ist, dass man irgendwie da irgendwie ganz schwierige, verschwurbelte Sachen hat. Ja. Ja, also ich höre auch selbst wenig experimentelle Musik oder irgendwelche ganz schwierige, abgefahrene Musik. So das, ja, das war schon immer so mein Geschmack. Und ja, durch meine Bands habe ich da auch so sozusagen so eine Schule durchlaufen. Ne? Da ging es auch immer darum, Songs zu machen, die weniger den Kopf ansprechen, mehr den Bauch und das Herz. Das Herz. Und aber trotzdem interessiert mich, wie wichtig ist denn das Veröffentlichen für dich? Oder was, also du kannst es ja, könntest es ja einfach auch nur für dich machen und damit wäre es geschehen. Aber ja, das ist auch eine Frage, die ich mir in letzter Zeit auch wieder stelle. Es ist ja immer schwieriger geworden. Zum einen sind die Zugänge erstmal einfacher. Man kann ja was aufnehmen, relativ einfach heutzutage und online stellen und bei Facebook teilen und so weiter. Aber dass es dann auch Gehör findet und so, das ist wieder ein anderes Thema. Ne? Also da ist ja auch dann logischerweise eine riesen Konkurrenz. Und das ist jetzt für meine Klaviermusik speziell auch anstrengend, weil ich da so eine komische Nische bediene. Also komisch finde ich sie eigentlich nicht, aber es ist, gibt dafür anscheinend wenig Forum. Und da frage ich mich auch, warum ich mir das antue und mich überall bewerbe und den ganzen Scheiß mache. Kann mir auch vorstellen, das irgendwann mal so wieder nur für mich zu machen. Wenn ich, dann bräuchte ich wahrscheinlich andere Projekte oder Bands, mit denen ich rausgehe. Weil ich finde es schon wichtig, mit meiner Musik auch rauszugehen und die mit anderen zu teilen, sozusagen. Warum? Kannst du das, hast du da eine Begründung, warum dir das wichtig ist? Das ist auf Dauer finde ich das nicht befriedigend, wenn ich sozusagen auch dann der einzige Zuhörer bin. Musik ist ja auch eine Form von Kommunikation. Das ist für mich auch wichtig, dass da so eine Resonanz kommt und ich meine Musik auch abgebe. Also Musik ist auch immer so eine Belastung oder kann eine Belastung sein, ne? Die Songs, die man so mit sich rumträgt, so die... Wie meinst du das, Belastung? Ja, dass man einfach diese Songs mit sich rumträgt, das... anders kann ich das nicht beschreiben. Dass die einen irgendwie... Also die arbeiten ja und leben so in meinem Kopf. Und du wirst die damit los, wenn du sie vor anderen vorträgst. Also ist das dann, also ja, ist das eine stärkere Belastung, wenn du sie nicht rauslässt, sozusagen? Oder wie wirst du die Belastung los? Es ist schon eine in gewisser Weise eine Erleichterung. Ja. Also erstmal überhaupt so ein Tonträger zu machen oder auch digital Album zu machen oder was auch immer. Dann kann man das so hinter sich lassen und man kann es auch sozusagen, ja, loswerden ist ein komisches Wort, aber teilen und ja, den abschließen, abgeben auch, ne, dass die Leute dann damit auch machen können, was sie wollen. Ich sehe mich als Musiker dann da auch als gewissermaßen als Dienstleister, in dem Sinne, dass ich ja das nicht nur für mich mache. Und was wünschst du dir? Ich meine, vielleicht ist das ein bisschen
Ich weiß gar nicht, ob du über sowas nachdenkst, aber was wünschst du dir in deinen Hörern auszulösen damit? Also gibt es da irgendwie Gedanken drüber? Also was will deine Musik? So, also gibt es da irgendwie einen Wunsch und einen Willen von dir da drin? Nö, da habe ich keinen konkreten Wunsch. Also ich habe da ich habe da schon so manches Feedback bekommen. Eine Freundin sagte, dass sie nach dem Konzert so eine, oder auch bei dem Konzert so eine Klarheit im Kopf hatte, dass es so zu einer Klarheit geführt hat. Das fand ich zum Beispiel gut. Oder andere haben gesagt, dass sie da den Alltag ganz verlassen konnten und sich darauf einlassen konnten. Ja, das finde ich auch. Also das ist auch eine Wirkung, die ich gerne auch als Konsument habe, wenn ich Musik höre. Also das, ja. Hm. Ja. Und genau, du hast gerade über diese Schwierigkeit der Veröffentlichung oder des sich ein Publikum zu finden dafür gesprochen. Was würdest du dir denn wünschen, wie das weitergeht? Also was wäre denn so ein idealer Verlauf? Chili Gonzales sein. Ja, weiß nicht, ob das so gut wäre. Schon nicht schlecht. Oder? Ja. Zum Schauspielhaus ein Stück. Ja, dem hätte ich mal so eine CD geben müssen. Den haben wir getroffen. Im Café gesehen. Ja. Ist gar nicht so gut aussehend, ne? Chili Gonzales. Aber hatte eine wahnsinnig gut aussehende Frau dabei. Ja, das stimmt. Aber das hast du ja auch so schon ohne. Stimmt, ohne, ja. Ohne Brüten. Also, warum mache ich das eigentlich? Mach doch einen normalen Job, Junge. Hast doch schon alles, was Chili Gonzales auch hat. Nee, also da habe ich keinen idealen. Kein Idealbild vor Augen. Also ich denke, ich muss da mein eigenes Ding machen und ja, einfach machen. So, und ich habe jetzt für so eine Punkband einen Song der Band mit Klavier interpretiert. Pesco. Genau. Ja. da macht ein Freund von mir so eine Doku über die Band und für diese Doku habe ich dieses Lied gemacht und das ist zum Beispiel so was, was mich dann sehr freut, so, wo ich merke, da kann meine Musik, findet meine Musik einen guten Platz. So. Also hast du schon die Sehnsucht danach, dass es auch einen Kontext dafür gibt? Also fändest du das befreiend und beruhigend, wenn es eine Szene dafür gäbe oder wenn es Leute gäbe, die das irgendwie... Szenen mag ich ja gar nicht so. Da habe ich mich immer schwer mitgetan. Ja. Okay. Ja, also es gibt jetzt zu dieser Doku einen Trailer, wo auch dieses Lied zu hören ist und also da habe ich mich drüber gefreut, weil die Musik und die Bilder eine gute Verbindung haben und ja, sowas würde ich auch gern machen, also so Filmmusik. Mhm. Das würde mir Spaß machen. Ja, aber dennoch, dieses so viel allein, also ich meine, diese Pianostücke entstehen allein. Es ist relativ schwer dafür, ein Publikum zu bekommen und so. Fühlst du dich manchmal sehr alleine mit diesen Sachen? Was heißt alleine? Also ich finde es gut, sozusagen ein Projekt zu haben, was ich einfach nur selbst mache, so ja. wo ich auch alle Entscheidungen treffe, habe aber auch die Sehnsucht, wieder in Bands zu spielen, so wo ich mich dann auch ein bisschen zurücknehmen kann und ja, nicht alles entscheiden muss. Das ist ja auch anstrengend. Ja, okay, also beides ist da ziemlich gut, einfach diese beiden Möglichkeiten. Ja, also nur allein Musik machen ist ein bisschen öde. Wem sagst du das? Ja. Ja,
Genau, und jetzt, genau, wir sitzen gerade hier und heute Abend ist das erste Konzert hier von Xingxiang TV. Ja. Und was wünschst du dir für dieses Konzert heute Abend? Also was wäre für dich da so ein geilstmögliches Konzert? Geilstmögliches Konzert. Ja, also ja, spinn mal, träum mal. So, also wie du hast ja schon viele Konzerte gespielt. So, was ja. ist denn irgendwie, was macht ein richtig gutes Konzert aus für dich? Also als Akteur? Ja, also das geilstmögliche Konzert heute Abend wäre, wenn ich irgendwann so eine, oder wenn irgendwann so eine Stille entstehen würde im Raum, dass die Leute so ganz bei der Musik sind. Ja. Das wäre gut. Okay. Ja. Ja, und genau, dieses, mich interessiert das ja immer total, was man sich so wünscht und erträumt und so für das, was man da macht. Du hast ja gerade gesagt, dass du da gar nicht so viele Träume mehr dran knüpfst, sondern sagst, es geht dir ums Tun. Also das ist ja eher was Gegenwärtiges und nicht die Frage, was ist, wird in der Zukunft sein. Gibt es das wirklich nicht? Also gibt es diese Gedanken nicht mehr? Oder ich sage nicht mehr, wahrscheinlich war das in der Jugend mal anders oder so. Ja, die Gedanken habe ich natürlich auch. So, also ich würde natürlich gerne nur Musik machen und davon leben können und so weiter. Also den Traum werde ich wahrscheinlich auch nie aufgeben können, was vielleicht auch okay ist. Aber das knüpfe ich jetzt nicht unbedingt an dieses Klavierding, so, also diese Solo-Piano-Stücke. Da müsste ich schon sehr viel Glück haben, wenn die ein großes Publikum erreichen würden. Mhm. Also es ist halt, wie gesagt, da gibt es eigentlich kaum einen Markt für. Aber, deswegen bin ich da realistisch. Aber geh ruhig dran. Nee, Wecker. Nee, das ist so eine Erinnerung. Stehst du jetzt auf? Stehst mal langsam auf. Ja, genau, aber das ist ja auch so eine Frage. Wo war ich gerade? Ja, hier, dein Wecker hat mich jetzt total. Sorry. Also, das ist nicht professionell, ne? Ja, wir sind auch noch nicht professionell. Nee. Da musst du auch realistisch sein, Philipp. Ja. Trink mal was. Ja, trink du da auch mal was. Ja. Können ja auch hier Schokoladen. Ich glaube, Schokolade essen ist mir zu unprofessionell. Jetzt ja, das klebt, verklebt dann. Das sollen Jan und Olli machen. Unsere großen Vorbilder. Wo waren wir? Genau, mit dem Wunsch in die Zukunft denken. Genau, und du knüpfst das nicht so an diese Musik. Hast du denn, siehst du dich dann eher als Filmmusiker oder gibt es da irgendwie so einen Platz, den du anstrebst, wie du das realisieren kannst, nur von dieser Musik zu leben? Da ich jetzt leider keinen guten Plan parat. Nee, was heißt leider? Vielleicht ist es ja auch gut, den nicht zu haben. Ja, vielleicht. Weil das macht ja dann immer eng. Ne? Dann hast du halt diesen einen Weg und dann ist der vielleicht gescheitert oder nicht. Also ja, dieses aus dem Tun heraus die Sachen zu entwickeln. Ja. Es ist ja so, dass du relativ viel jetzt auch veröffentlicht hast und relativ präsent bist. Ja, vielleicht bewahre ich mich auch davor. So, weil das, also ich habe das bei mir selbst und auch bei anderen Musikern erlebt, dass das zu so einer Verzweiflung führen kann, ne? Wenn man so hartnäckig an so einem Ziel. Wenn man dann anfängt, die Zuschauer und Zuschauerinnen zu zählen und das in Geld umzurechnen. Ja, ja, genau. Ja, und halt immer überlegt, wie kann ich weiterkommen, ne? Ja. Wie kann ich jetzt noch irgendwie an Leute kommen, die mir irgendwas ermöglichen und so. Das ist, kann halt die Musik auch kaputt machen. Ja, vor allem wird dann die Musik zum Produkt. Ne? Also man denkt halt nur noch drüber nach, wie kann ich
das, was ich da habe, irgendwie an den Mann bringen, und dann ist er in so Marketingwelten drin und so. Wie handhabst du das, dass du das nicht, also dass das eine von dem anderen unberührt bleibt? Oder ist das überhaupt handhabbar? Ja, das ist ja immer so ein Spagat. Ne? Ja. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich mir da gar keine Gedanken drum mache. Also ich mache mir auch Gedanken über Artwork und dass das irgendwie konsistent ist, ne? mein Webauftritt, so, dass ich da ja ab und zu mal was poste. Ja. Man, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn du das richtig machst, in Anführungsstrichen, dann musst du jeden Tag irgendwie Leute nerven mit, ja heute habe ich das und das gefrühstückt und dann und dann habe ich eine Bassspur aufgenommen, total aufregend. Ja, das würde ich mir jetzt verkneifen. Ja, ich weiß das aber auch nicht, ob das funktioniert. Also das macht ja jeder mittlerweile auch nerven. Genau, es kann die Leute nur nerven. Ja, genau. Und das habe ich im Marketing schon gelernt. Du darfst nicht nerven, eine Grundregel. Ja? Ja, so hast du das gelernt? Ja, in der Hochschule Niederrhein, wo du auch studiert hast. Ach so, heißt da? Nee, Weins. Ah ja, okay. Esther Weins, die der dann auch bei Samstagnacht vorher. Ja. Genau, es ist für mich eh wahnsinnig abstrakter oder nicht greifbarer Raum, wie stelle ich denn jetzt Öffentlichkeit dafür her? Also der klügste Weg oder wie soll man sagen, beste Weg ist ja einfach sehr, sehr gute Sachen zu veröffentlichen. Ja, also was man vielleicht so als Formel sagen kann, ist so einen langen Atem zu haben, ne, dass man immer weitermacht. Immer weitermacht und auch so eine Geduld und Beharrlichkeit ist, glaube ich, gut. So dass man die Dinge auch nicht zu sehr so erzwingt. Ja, ja genau, um diesem Druck auch zu entkommen. Ne? Ja. Weil dann passiert ja genau das, dass man sich fragt, vielleicht, welche Stücke muss ich schreiben, um besser anzukommen in der letzten Konsequenz. Und dann ist die Gefahr ja groß, dass es eklig wird. Ja, das kann richtig unangenehm werden. Ja, aber es ist auch kompliziert geworden, ne? mit diesen ganzen neuen Wegen und Technologien. Ich komme ja noch aus so einer Zeit, wo man so Demo-Tapes verschickt hat. Ne? Ja. Ich komme aus einer Zeit. Eine sehr, sehr schöne Formulierung. Ja. Ja, erzähl aus dieser Zeit. Da gab es mich ja noch nicht. Ja, ich hatte jetzt auch nochmal die Überlegung, vielleicht gibt es ja ein kleines Label, das sogar Interesse hätte, sowas zu veröffentlichen. Also da habe ich jetzt keine großen Erwartungen, aber man kann es ja mal versuchen irgendwie, habe ich mir gedacht, so ein paar Labels zu kontaktieren. Und da ist mir jetzt, bin ich jetzt gerade so vor der Frage, wie macht man das heute überhaupt? Mhm. So die Labels wollen ja ein fertiges Produkt haben. So ein Video sollte man dann haben und dann weiß ich jetzt auch gar nicht, was macht denn das Label noch alles? Ja, das war jetzt meine nächste Frage gewesen. Was versprichst du davon? Also was soll das Label für dich tun? Ja, also was das Label dann noch tun kann, ist irgendwelche Kanäle zu nutzen, dann, zu denen man keinen Zugang hat. Ne? Und die haben halt irgendwelche Strukturen, also und Kontakte. Ein Netzwerk, auf das du dann mit praktisch von dem du profitierst. Ja. Ja. Also will ich doch groß hinaus mit. Ja, das sind schon über die Weltherrschaft. Du siehst. Nee, aber was mich auch, was ich gerade sehr interessant fand, als du über das Feedback gesprochen hast und auch über das ideale Konzerterlebnis, diese Ruhe, die dann passiert und dass die Leute ganz in dieser Musik sind. Das ist so. So pathetisch, aber ich erlebe das ja selbst immer, wenn ich Musik höre, dass das mich unheimlich verändern kann in meiner Situation, in meiner Stimmung. Ne? Also wenn ich mir irgendwas auflege, das kann halt die ganze Welt verändern, in Anführungszeichen, in der ich gerade bin.
doch nochmal dazu. Gibt es da für dich irgendwelche Gedanken? Also hast du diesen Anspruch oder merkst du das in dir auch, dass du mit dem, was du tust, Welt veränderst? Mhm. Und inwiefern willst du das gerne tun? Ja, den Gedanken habe ich auch, dass es ja schön ist, etwas Gutes zu hinterlassen. Mhm. Aber das ist jetzt für mich kein, also zumindest nicht bewussten Antrieb, so wenn ich Musik mache. So dann muss ich einfach Songs schreiben und drauf losmachen. Und das ist eher so im Nachhinein, also wenn der Song da ist oder wenn du ein Konzert gespielt hast und Feedback bekommst, etwas, was, womit du dich dann konfrontierst, oder ist das etwas, womit du gar nicht so dich gar nicht so sehr mit auseinandersetzt? Was meinst du jetzt genau? Ja, mit den Fragen danach, was mache ich mit der Welt, wenn ich Luft auf diese Weise in Schwingung versetze, wie ich es da tue, oder so? Das ist ja. Also der beste Beitrag, den ich leisten kann. Ja. Also gibt in meinen Augen nichts, was ich besser kann als Musik. Und daraus erwächst dann diese Lust am Tun einfach auch. Das ist natürlich ein Antrieb. Ja. Ist das jetzt die zweite Weckfunktion, wenn du dich nochmal rumgedreht hast? Was machst du das eigentlich, dass du immer den Wecker dann weiterlaufen lässt und dich nochmal so rumdrehst? Ich versuche mir das immer abzugewöhnen. Es ist, also dieser Moment, wenn man sich wieder hinlegt, das ist einfach zu gut. Ja, aber man schläft ja nicht mehr richtig ein. Ich halte es für unglaublichen Quatsch. Ja, ob es Quatsch ist oder nicht. Das ist ja die andere Frage. Wie meinst du? Ja, also Rauchen ist ja auch Quatsch. Ja, aber das ist doch... Mach ich auch. Ja, aber dann stell dir doch lieber den Wecker ein bisschen... Naja, macht keinen Sinn. Ja, nun denn. Dann gibt es da irgendwas, was du sagen willst? Ne, Werbung fürs Konzert kann man jetzt nicht machen. Nee, das hat überhaupt keinen Sinn. Das Konzert ist ja jetzt schon wahrscheinlich weit zurück. Ja, und vielleicht wird, aufs nächste. Ja, genau. Wann ist das denn? Das ist an Altweiber. Aber ich möchte ja gerne, diese Interviews, dass die auch zeitlos sind. Ich glaube, das ist ja auch das Beste, was wir können. Wir müssen Marketing machen. Ne, ich glaube, wir müssen... Wir müssen das jetzt nutzen. Ich möchte, dass dieses Max-Freitag-Interview, wenn du dann, weißt du, dann doch mit Max-Freitag ganz nach oben gekommen bist und Chili González in deinem Vorprogramm spielt und du dann diese Frau getroffen hast, aber ihren Korb gegeben hast, mit der Chili González unterwegs war. Da muss ich auch noch viel üben. Dann möchte ich gerne, dass dieses Interview mega viele Klicks bekommt und ich damit Geld verdiene, praktisch als das ist für mich so ein Aufzug. Ich sehe dieses Interview als Aufzug. Okay. Deswegen dürfen wir nicht so tagesaktuell. Geht schon um Geld. Wir dürfen nicht tagesaktuell sein. Ja, aber wenn wir jetzt Werbung für dein Konzert machen, dann ist das doch auch irgendwo zeitlos. Also wir können ja Werbung, genau. Das ist bei mir ja auch Werbung für dich. Es ist ja auch so, bei mir ist es ja genauso wie bei dir, dass ich auch immer einfach weitermache. Ne? Also insofern können wir ja Werbung für alle weiteren Konzerte machen, die wir noch spielen. Okay, also Philipp Süß, genialer Liedermacher, spielt demnächst und dann auch nochmal... Auch in deiner Stadt. Ja, also der spielt jetzt öfter mal... Und danach auch nochmal. Genau, und ähnlich verhält es sich bei Max Freitag. Also der spielt auch regelmäßig und
Ganz toll ist halt auch immer, jetzt war alles unangenehm, weil jetzt sind wir, kommen wir, klopft das Verkneif uns einfach. Nein, wir, man kann nee, uns auch immer, man kann uns ja auch immer anfragen. Nur das ist ja was wahnsinnig Störendes. Ja, es ist doch so. Es ist doch wirklich so. Das ist so ein seltener Moment, dass mal die Welt zu einem kommt und sagt, ich finde das so toll, was du da spielst. Ich möchte, dass du das in meinem Wohnzimmer tust oder in, so, es ist ja ein Moment des allergrößten Respekts oder der größten Zuneigung, die man erwarten kann als auftretender Künstler. Ne? Hm. Ja, das du meinst, dass jetzt ganz viele Leute auf uns zukommen und uns in ihr Wohnzimmer einladen? Ja, wenn die das wüssten, wie man sich da freut. Ne? Ich habe ja ein Wohnzimmerkonzert gespielt. Und? Das war sehr gut. Also, doch, das war gut. Ja, deine Musik ist dafür sehr unaufdringlich. Ich habe ja auch zwei Wohnzimmerkonzerte im letzten Jahr gespielt. Und bei dem zweiten Konzert, da waren ganz viele Leute eingeladen, so von der Gastgeberin. Und ja, war bei mir auch so. Die wussten nicht so richtig, worauf sie sich einlassen. Ja. Und meine Musik, die polarisiert ja durchaus ein bisschen. Ja. Und ich fühlte mich so ein bisschen so, als wären die mir total ausgeliefert und wussten gar nicht so richtig, wo sie reingeraten. Kann man großes Glück und großes Pech haben. Und man kann ja dann nicht einfach rausgehen und nach Hause gehen und sagen, okay, man ist so verpflichtet. So. Ja, hab doch noch zwei Konzerte heute Abend, bloß weiter. Nein, weniger aus meiner Sicht, weil ich habe mich nur in so eine Zuschauerin da reinversetzt, die halt so mit so... Was vor soll mir das jetzt hier? Ja, genau, aber doch schweigen musste über, was weiß ich, über eine Stunde und da irgendwie so hing in diesem Raum, engen Raum. Aber das findest du doch dann auch witzig. Ja, das war mir ein bisschen zu krass. Also ich möchte, dass die Leute schon auch die Möglichkeit haben zu gehen, wenn sie gehen wollen. Bist du auch so ein Typ, der sich auf Weihnachtsmärkte setzt und sich dem ausliefert? Ja, aber gerade, ich meine, das ist ja das andere Extrem. Aber dann kann man ja weitergehen. Genau, ne? Ich meine, das war ja der Effekt, dass alle gingen. Das war ja keiner da. Du hast sozusagen die anderen Stände um ihren Gewinn betrogen. Ja, ich glaube, das wäre zumindest noch irgendwie, als wäre man, das wäre Relevanz. Das wär cool. Ne? Wenn irgendwas passiert, aber wenn wirklich gar keine Reaktion da ist. Ja, das ist das Schlimmste. Ja, das, wenn nichts, genau, du hast ja auch so einen Auftritt, mit Piano, oder? Wo die Leute alle rumliefen. Habe ich schon verdrängt anscheinend. Ja, das ist natürlich das ist natürlich auch eine wichtige Funktion. Aber ja. Schön ist natürlich irgendwas dazwischen, ne? Wenn die Leute aus freien Stücken da bleiben. Ja. Das ist es. Stimmt doch, ich weiß, was du meinst. Ich habe in Münster gespielt. Ja. Café Schmitz oder so. Ja. Und das war schon sehr gut aufgebaut. Es gab, also der ganze Raum, das ist so ein großes Café, der ist so unterteilt in so einzelne, also jeder zwischen den Tischen und so sind so Trennwände, die auch so hübsch gestaltet sind, so Retro-Look und so. Und das Klavier ist so platziert, dass vielleicht zwei, drei Leute im Raum mitkriegen, dass da ein Pianist sitzt und... Vielleicht, ich rede mir ein, dass es deshalb gar keinen Applaus gab. Also, das ist krass. Da gab es einfach keine Reaktion. Ja. Es war schon ein komisches Gefühl, da hinzufahren, diese Dienstleistung zu erbringen und dann wieder zu fahren. Ja, das ist echt... Ja, da fragt man sich, wieso... mich ärgert sowas, weil ich ja so einen sehr hohen Begriff von Kunst habe und ich verstehe nicht, wie ein Mensch so sein kann, einen Künstler einladen, der da irgendwie seine Sachen darbietet und so ein Umfeld schafft, wo das gar nicht wirken kann. Mhm. Verstehe ich nicht. Ja, musst du ihn mal interviewen. Nee. Kein Bock. Ja, ich finde das, glaube ich, echt zu unsympathisch. Ich weiß, vielleicht funktioniert das da auch bei anderen Künstlern besser.
Wahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, ganz unabhängig davon, ob man sich das jetzt einredet, dass einem besser geht, oder ob das irgendwelche anderen Gründe hatte, ist es total schwierig, jemandem zuzuhören, den man nicht sieht. Ja. Also ja. Da irgendwie einen Fokus drauf zu haben. Stimmt, also, das kann man sagen. Und diesen Rahmen zu bieten als Konzertveranstalter, finde ich, ist absolute Grundvoraussetzung. Sonst darfst du es nicht machen. Ja, heute Abend kann man mich sehen, oder? Heute Abend veranstaltest du ja in erster Linie selbst. insofern. Ja, ich glaube, ich hab das bedacht. Ja. Aber genau, also das war, aber gerade diese Konzerte zu spielen, wo der Zuschauer, die Zuschauerin überhaupt keine Chance hat, sich darauf zu fokussieren, was da passiert. Mhm. Diese Kontexte, gerade bei so Open-Mic-Situationen und so, wo das alles so durch schnelle Anschlüsse und in irgendwelchen Kneipen... Kann man das ausmachen? Ist aus. Ja. Ja, also klar, also es gibt natürlich auch Zuschauer, die einfach von sich aus kein Interesse haben. Also, das habe ich auch schon gemerkt. Also habe ich auch schon erlebt. Mit meiner alten Band zum Beispiel haben wir mal ein Konzert gespielt. Capricorn. Genau. Ja. Das war in Österreich und das war so ein richtig großer Raum. Also bestimmt 400 Zuschauer. Und ich habe da zum ersten Mal erlebt, dass nach einem Lied kein Applaus kommt. Das ist ja so in dieser klassischen Band spielt, in einem Konzertraum ist das ja eigentlich, applaudiert man ja zumindest. Ja, schon als Reflex, wenn die Musik vorbei ist. Ne? Und also das waren halt, das Publikum bestand aus Jugendlichen, die feierten. So. Das war irgendwie so ein Event da und die man hörte halt so ein Grundquasseln. Ja. Wenn man nicht. Also zwischen den Liedern hört man immer dieses Grundrauschen. Und wir waren natürlich ein bisschen frustriert. Und nach unserem Auftritt spielte dann irgendwann die heimische Band, die Local Heroes. Und dann bin ich nochmal kurz in den Konzertraum rein und sah halt eine tanzende und springende Crowd, die total ausrastende. Ja. Auch ein Highlight. Ja, ja, klar, aber zurück zu dem, was wir gerade gesprochen haben, dafür kann man ja nichts. Dafür kann niemand. Ja. Also das ist ja aus Veranstalter-Sicht, also dieses Setting zu schaffen und klar, also man lebt natürlich immer von der Offenheit der Leute, die einem da gegenüber sind und wenn die nicht offen sind, dann hast du halt Pech gehabt. Also ich meine, dann muss man durch oder man kann hat dann wirklich auch die Chance über das eigene Darbieten nachzudenken. Ne? Ja. Ich meine, in dem Fall ist es vielleicht zu extrem, aber trotzdem bietet wenn mir jemand nicht zuhört in so einem Setting, dann mache ich mir eher Gedanken um mein Programm, als von der Bühne zu gehen. Ich habe mal Bela B. Solo gesehen, das war nicht ausverkauft, es war mega unruhig und keiner, weil das einfach schlecht war. Das war einfach richtig scheiße, das Konzert. Und man hatte auf der Bühne, oder man hatte das Gefühl, dass dieser Typ auf der Bühne da schon denkt, boah, heute ein scheiß Publikum gehabt. Diesen Reflex finde ich total dumm. Einfach nicht diese Publikumsreaktion auf die Qualität dessen zu beziehen, was man da ihnen liefert, sozusagen. Ja, wobei das ja auch, also es gibt ja auch eine hochwertige Darbietung und trotzdem kein Applaus, das gibt es ja auch. Das. Also für mich ist immer das Publikum schuld. Kurzum. Ja, genau, es ist ja genau die Frage, wie man dann danach darauf reagiert. Ne? Ja. Also ich meine, du kannst als genau das, was du gerade gesagt hast, immer als Erklärung nehmen oder musst du nicht über dich nachdenken. Oder du kannst halt sagen, ich denke von mir aus und von dem, was ich da gerade gemacht habe und überlege mir, woran lag es, ne? Also dass das jetzt heute Abend nicht funktioniert hat. Ja, beziehst du das direkt so sehr auf dich?
Ja. Ja, es ist für mich der konstruktive Weg, darüber nachzudenken, zu überlegen, woran lag das, dass ich heute weniger Leute erreichen konnte damit, wo ich das, also das ist ja bei mir wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie das ankommt. Ja. Und ich merke schon, dass das insofern besser wird, weil es alles aus einer anderen Ruhe entsteht. Und ich merke zum Beispiel solche Sachen, dass ich mich dann danach hinterfrage, wie entspannt oder wie klar und bin ich denn auf die Bühne gegangen? Mhm. So. Ja, klar, die Fragen stellt man sich ja auch oder sollte man sich immer mal wieder stellen. Macht Bela nicht. Der wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich habe diese, wie du sagst, Extremsituation, die habe ich so in Anführungsstrichen für mich genutzt, dass ich mich einfach auf die Musik konzentriert habe und einfach da ja so ein bisschen teilweise dann noch neue, ja, so ein bisschen den Pfad verlassen habe und ein bisschen improvisiert habe oder so, dass ich ein bisschen für mich dann gespielt habe. Ja, ist das dann wie so ein Zufluchtsort, ja, also irgendwas, wo man so hin kann, wo man sicher ist? Also ganz so ein bisschen, klingt so ein bisschen esoterisch, aber also kannst du da so ganz wegtauchen drin? Ja, also im Klavier kann ich das gut. So, wenn ich diese Solo-Klavier spiele, dann ja, dann bin ich da, also ich kann da gut eintauchen. So, und manchmal braucht das eine Zeit, so weil Aufregung und so. Ja, aber das ist auch kann man schon so als Untertauchen von der Welt sehen. Ja. Und ja. Gibt es da einen qualitativen Unterschied, wenn du das vor Publikum machst oder hier einfach bei dir im Zimmer? Oder ist es gerade dadurch definiert, dass dieser Unterschied sich auflöst, dass du einfach dann nur da drin bist? Ja, also vor Publikum bin ich ein bisschen anders angezogen. Genau, das ist der Unterschied. Entschuldigung. Ja, so ein bisschen konzentrierter noch, das ist. Also lässt du nicht. Aber ist das sozusagen ein Idealzustand, den du anstrebst, dass du auch da einfach dich völlig in die Musik verlieren kannst? Ist dann das Konzert besser, ja, glaubst du? Ja, auf jeden Fall. Weil du hast ja auch diese improvisierte Platte rausgebracht. Was ja für mich allein aus kompositorischer Sicht völlig undenkbar ist, wie sowas entsteht. Also wie du sowas denkst, also wie das in dir passiert. Weil du weißt ja schon, irgendwie entsteht ja in dir diese Melodie, die halt weitergeht. Und, und das macht ja dennoch auch alles in sich geschlossen Sinn. Also diese Struktur entsteht ja beim Spielen. Ne? Finde ich völlig faszinierend, wenn ich das höre. So. Ja, schön, wenn das für dich Sinn ergibt. Für dich nicht? Gar keinen. Nee, glaube ich nicht. Du hast ja schon mal gesagt, dass du aus deiner Sicht das als das stärkste Album oder die stärkste Platte empfindest. Ja, also ja, es ist was anderes. Ne? Also mein Idealzustand, um nochmal eine Frage vom Anfang zu beantworten, wäre so bezogen auf dieses auf die Klavierstücke oder auf die Klaviermusik, dass ich irgendwann nur noch improvisiere. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr krass. So, das ist schon hochgegriffen. Ja. Aber das ist das, was mir am meisten Spaß macht. So. Und also diese Improvisationsplatte, so, da ist natürlich auch der schöne Nebeneffekt, da habe ich nicht geübt. Ne? Also das ist einfach so entstanden. Ja. Ja, das ist natürlich cool, wenn man nicht üben braucht. Wie meinst du nicht geübt? Ja, ich habe ja einfach drauf losgespielt und die Aufnahmetaste war gedrückt. Und wenn mir was gefiel, habe ich dann teilweise auch 2-3 Takes gemacht. Ja. Also, sodass dann schon so ein paar
Motive klar waren. Ja. Also da ist dann so sozusagen der Übergang vom Improvisieren zum Songwriting. So, den kann man da hören, wenn man will. Aber es bleiben ja Popsongs. Die Improvisation, ja? Ja, also das sind auch Popstrukturen. Ja. Und aber weniger als bei Ja, klar, es läuft mehr außen. Und, also du gibst dich mehr dann einzelnen Motiven hin und so. Ne? Hm. Aber ist das denn so, dass du dass das dein Ideal dann wäre, auch fertige Songs zu improvisieren? Oder stellst du dir dann vor, du spielst dann irgendwie eine Stunde ein Konzert ohne Unterbrechung? Ja, das wäre geil. Ja? Also, dass du aus einem Motiv das nächste entwickelst. Das kann so oder so laufen. Ja. Ne? Also, so, das ist ja dann auch Tagesform. Also, es gibt auch Tage, an denen kann ich nicht improvisieren oder nicht gut improvisieren. Ja. Dann kommt nichts Cooles dabei raus. So. Deswegen wäre das auch ein großes Wagnis, so ein Konzert zu spielen, ohne Wissen und zu wissen, was passiert. So wie Keith Jarrett zum Beispiel das gemacht hat. Aber dann hilft einem auch wahrscheinlich, helfen einem die Stücke, die man in sich hat, ne? Also du hast ja dann Motive, über die du dann wieder improvisieren kannst, oder? Ja, für mich wär das schon so ein Entweder-Oder-Ding. Also du hättest das Ideal, dann auf nichts zurückzugreifen, was vorher schon da war, sozusagen. Aber passiert das nicht unweigerlich schon mal in so einem Stück, dass irgendwelche Sachen, Rhythmen, Wendungen wieder passieren, die du schon mal in einem anderen Stück hattest? Ja, also Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt wieder in so ein Stück dann reinkomme, dann bin ich auch wieder in dem Stück sozusagen gefangen. So, bei dem Improvisieren geht es mir um die Freiheit. Und das passiert schon manchmal, dass du in ein Stück reinkommst, was du schon... Nee, das passiert nicht. Nee. Das ist ja für mich völlig, völlig faszinierend. Und dann, Entschuldigung, du sprachst gerade über Tagesform. Also ist das dann auch einfach ein Zustand, den du brauchst? Ja, klar. Das ist, also das Improvisieren beschreibt ja einen Zustand oder bildet einen Zustand ab. Und was ist das für ein Zustand, den du dafür brauchst? Ja, nee, was ist der Ideale? Das ist ja jeden Tag ein anderer. Und dem kannst du dann auch nachspüren. Also andersherum, du improvisierst und merkst, in welchem Zustand du bist. Funktioniert das auch? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt, da wird es ein bisschen esoterisch. Ne? Nee, weiß ich. Es ist ja ein Reflexionsmedium. Nicht als Kritik. Nee. Das ist nicht negativ. Ja. Nein, als Reflexionsmedium finde ich nicht esoterisch, sondern ganz, du machst halt, du bildest eine Stimmung ab mit diesen Geräuschen, die man da erzeugt. Und dann kann man das, also bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel, so war das zum Beispiel, wenn ich Gesangsunterricht hatte oder sowas, dass ich merke, wie es mir geht. Ja, klar, da merkt man es am meisten beim Gesang. Ja. Denk schon, dass man das irgendwie ablesen kann, aber das würde mich jetzt nicht interessieren. Nee, das ist dann zu psychologisch, diese Herangehensweise an. Also man merkt halt nur wahrscheinlich, wenn es funktioniert, dass es gut ist, was man da tut, und da macht es Spaß und man und das ist irgendwie ein Glücksmoment. Ja. Sollen wir mal Spaghetti essen? Du hast Hunger, ich habe lecker gekocht gestern und noch ganz viel übrig. Also die sind schon fertig. Ja, wir müssen nur noch Spaghetti machen. Spaghetti. Die Bolognese-Soße ist am Start. Krass. Ja. Vegetarisch, ne? Vegetarisch. Müssen wir für die Zuhörer sagen. Ne? Wichtig. Müssen wir nicht. In diesen Zeiten ist das sehr, sehr wichtig zu betonen, dass das vegetarische Bolognese ist. Also es ist vegetarische Bolognese mit Hühnchen. Anstatt also kein richtiges Fleisch. Anstatt Spaghetti nur Hühnchenfleisch. Essen wir eine. Wir füllen ein Huhn mit vegetarischer Bolognese. Essen dazu noch einen Fisch. Ein schönes Steak. Gut. Ja, meinst du? Wir haben ja zwischendurch, das fand ich ganz gut, wir haben ja zwischendurch auch schon mal, habe ich versucht, das abzumoderieren. Und das ist sowieso Telefongespräche, wo man sich schon mal verabschiedet hat.
Ja. Ne? Und dann immer doch immer noch weiterreden. Aber jetzt ist der Hunger größer. Ja, ist der jetzt bei dir schon so groß, dass wir nicht jetzt doch mal ansetzen und so wie so, ich mag ja Gespräche gern, die so in so Kreisen, ne? Dass man immer wieder in so Themen kommt. Und ich finde, wenn wir eins gemacht haben, dann das in diesem Gespräch, Christian. Ja, bist du zufrieden? Max, ja, ich habe dich jetzt häufiger Christian genannt, ne? Ist dir jetzt aufgefallen? Ja, ist okay. Ist das der Grund, wieso du so ein bisschen zorniger wurdest im Verlauf des Gesprächs? Ja, es gibt jetzt noch nachträglich, gibt das noch Post von meinem Anwalt. Ja? Ja. Oder improvisierst du einfach jetzt so ein bisschen, um die Emotionen rauszulassen? Ich improvisiere zornig. Heute Abend. Vielleicht nimmst du das mit auf die Bühne. Ja, heute Abend spiele ich zornig. Ja. Leider, 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 liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, werden Sie das nicht miterleben, weil es schon gelaufen ist, dieses Konzert. Aber Sie können sich natürlich bei mir wünschen, dass ich kurz vorm Konzert Max Freitag mehrfach als Christian Dreher anspreche, um diese Emotionen wieder zu erzeugen. Ja, und Altweiber im Rubinrot, 20 Uhr, Philips Wies und... Von nun an jedes Jahr an Altweiber. Ja, wird so eine Tradition draus machen. Es ist ja immer ein Donnerstag zumindest. Wenn man Ruby Thursday, könnte man immer am Donnerstag in Rubinrot machen. Ja. Ja, so wie Tokotronik, der Helge Schneider spielt doch immer an Karneval. Vielleicht werden wir auch so eine Institution, wo die Leute dann so anstehen und Tickets wollen. Altweiber. Ja, das sollten wir konsequent verfolgen, dieses Ziel. Mit aller Hartnäckigkeit. Und Geduld. Und Ruhe. Okay, okay. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Wir, auf diesem Kanal werden jetzt immer mehr dieser Gespräche erscheinen. Also bleiben Sie dran und freuen Sie sich auf alles, was von Xingqiang TV in diesem Jahr noch kommen wird. Das wird viel, viel, viel sein. Tschüss.